Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Und in der letzten Folge hatte ich ja die Idee eines Kreuzfahrtschiffes und ich dachte mir, ja komm, rein da. Ein Passagierhafen ist, glaube ich, eine gute Sache. Dann müssen wir mal gucken, dass der Tiefgang natürlich auch für unser Kreuzfahrtschiff reicht. So. Das sollte, glaube ich, passen, wenn wir da ungefähr so dran gehen. Dann machen wir hier noch eine kleine Werft hin, natürlich ein paar Meter entfernt, ne? Denn es kann ja, man kann es ja den Kreuzfahrtpassagieren nicht zumuten, dass sie da am Ende noch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas tun müssen. Ich wollte eigentlich an Groß-Dittmannsdorf anbinden, aber streng genommen. Also können die mal straßentechnisch da schon anbinden? Aber. Oh ja, hat er aufgeschüttet. Andererseits würde ich die vielleicht doch ganz gerne hier vorne mit verbinden. Hier mit dem Bahnhof. Das können wir auch mit einer S-Bahn machen, ne? Komm, lass das mit einer S-Bahn machen. Habe ich schon die Oberleitung vergessen. Der Bahnhof. Ich glaube, ich muss das nochmal abreißen. Gleise. Und Passagiergebäude. Plattformen. Dach. Und hier machen wir jetzt mal ein bisschen was stylischeres. So, und hier auch ein Durchgang, dass man hier von Gleis zu Gleis kann. Noch, falls man nur umsteigen will, dann kann man hier direkt durchlaufen. Da muss man nicht laufen. Vielleicht ist das ja hilfreich. Okay, dann müssen wir jetzt mit dem Gleis ungünstigerweise auf die andere Richtung. Ich hätte natürlich hier dran bauen können, aber ich wollte es nicht, damit das hier schöner symmetrisch zu dem da ist. Und damit wir unnötig Geld ausgeben können. Sowas. Dann kann der Zug auch irgendwie hin. Schwierig. Ja, sind wir wieder bei diesem klassischen Steigungsproblem, ne?
Okay. Warum will er sich mit dem Ding da verbinden? Das ist doch, gibt doch keinen Sinn. Wobei, das ist natürlich nicht hoch genug, ne? Also ich könnte natürlich sowas machen. So würde man es wahrscheinlich in Wirklichkeit auch machen, ne? Das gefällt mir halt nicht sonderlich. Aber letzten Endes... Ja, komm. Ich glaube, letzten Endes machen wir es so. Weil irgendwie wird das mit so einer fetten Brücke dann auch zu wild. Das ist ein schmackhafter Bahnübergang. Da sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken, eine Unterführung zu bauen. Okay, der geht jetzt einfach quer über alle Gleise drüber. Ist sowas wirklich eine schlaue Idee? Ich weiß es ja nicht. Warte mal, können wir nicht vielleicht hier unten durch irgendwie? Dass wir sagen, wir gehen jetzt hier ein Stück runter. Ja, dann hier durch. Ja, perfekt. Oh, sehr gut. Dann muss ich diese so eine komische Kreuzung nicht bauen. Ah, sehr nice. Hier vorne ist das. So, wenn man jetzt hier mit der S-Bahn fährt, die zum Hafen fährt, dann kann man hier direkt von Anfang an schon den schönen Ausblick genießen. So, dann brauchen wir hier einen Bahnhof. Reicht ein ganz simpler. Standard ein Gleis. Ja, kann ein bisschen länger machen, auch wenn ich nicht glaube, dass wir das jemals brauchen, aber haben ist besser als brauchen. So. Hafenanbau. So, damit wäre hier die Anbindung schon mal realisiert. Ja, hier haben wir das einfach so geschnitten. Das ist dann schon okay, denke ich. An manchen Stellen geht es halt nicht sonderlich viel besser. Dann machen wir hier noch so ein Ding hin. Hier ist das Depot. Ach, das Depot ist das. Warte mal, dann können wir das ja tatsächlich ein bisschen anders bauen.
Wir machen das Depot einfach an die neue Strecke dran. Und hier gibt es dann so eine Verbindung, wo die dann vom Depot hier aufs andere Gleis können. Easy. Dann haben wir das auch geklärt. Wie viel warten hier? 41, ja, das geht ja noch. So, was, wie macht sich die neue Straßenbahn? Ja, es trägt sich. Es trägt sich. Entlastet aber die Busse wahrscheinlich. Und das dürfte schon ein Vorteil sein. Oh, die Busse sind sogar sehr... seitdem die Straßenbahn fährt, haben die Busse nicht mehr so viel zu tun. Das heißt, wir könnten auf der 201er Linie ein paar Busse rausschmeißen. Machen wir mal 201. Machen wir mal einen. Machen wir die ältesten weg. Ja komm, machen wir mal zwei Busse weg. Weil die Straßenbahn übernimmt schon großen Traffic hier. So. Dann geht's hier hoch. Komplett auf die andere Seite der Map. Zu Thomasburg. Welches noch gar nicht angeschlossen ist. Deshalb bietet sich das ja an. Dann können die Leute im Kreuzfahrtschiff zur Arbeit fahren. So muss das. Für die Umwelt oder so. So. Hier in diese Kreuzung. So. Dann haben wir das hier. Dann können wir hier eine Bushaltestelle machen. Und dann fährt hier ein Bus lang. Hier auch schönes Gewerbegebiet. Hier auch das Wohngebiet. Ist ja überall immer alles mit dran, ne? Ich gehe mal davon aus. Okay, dann neue Linie. Und zwar startet die dann hier, geht nach da, nach da, nach da, 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 da. Und da. Ja. Und das ist jetzt wird es nämlich vierstellig, ne? Ja. Das ist jetzt Bus 1001. So. Und ein Fahrzeugdepot könnten wir auch brauchen, aber da können wir das hier eigentlich benutzen, ne? Fahrzeuge kaufen. Ich kaufe mal zwei Busse. Ich weiß nicht, ob zwei zu viel oder zu wenig sind. Wir probieren es einfach mal aus. So, es kann weitergehen.
können jetzt geschmeidig hier an der Landstraße entlang fahren, dann hier die neue Straße. Können da drin sein. Kann man den? Ah ja, kann man auch konfigurieren. Steingang. Ah ne, Steingang. Seiteneingang. Nett. Noch ein Hafengebäude. Kleines Dock. Großes Dock. Ja. Das sieht eigentlich ganz nett aus. So rein optisch. Aber mal, wir können hier. Das sind jetzt zwei Güterdocks gewesen. Wir können ja auch Personen. Das sieht nicht so fresh aus, oder? Wie so eine Kaimauer. Weil die Güterdocks sind ja eher so eine Kaimauer. Da würde ich tatsächlich dann eher bei dem Güterdock bleiben. Weil eigentlich will ich das nur so als Kaimauer missbrauchen. Passagierschiffe können hier hin. Oh, ein großes Dock. Hier können kleine Schiffe ankern. Und hier können dann große Schiffe ankern. So, warte, dann will ich das hier nochmal umbauen. Stellen. Hier für zwei kleine Schiffe und vier für ein großes. Und hier liegt eh nichts an, weil wie gesagt, das ist nur reine Optik. Kann man einfach so runtergehen, Füße hier reinhängen. Einfach so ein bisschen chilly-milly. Okay, das sind die kleinen Docks und das sind die großen. Verstehe. Okay, die Busse sind auch schon im Einsatz. Das ist gut. Holy shit, was ist das denn? Okay, hier im Villenviertel. Also hier im Villenviertel ist direkt die ganze Bushaltestelle überladen mit Leuten, die vielleicht zum Hafen wollen, um eine Kreuzfahrt zu machen. Mhm. So, dann müssen wir hier auch ein bisschen umbauen. Dann machen wir das hier ähnlich. Dann kommt hier ein großes Dock hin. Und hier einfach zwei kleine Docks. Anlegestellen. Nur, dass wir hier halt... Also wir könnten hier auch so eine Kaimauer-ähnliche Geschichte machen. Aber das lohnt sich hier nicht wirklich. Verschiedenes. Hier noch so ein paar Seiteneingänge oder sowas, aber das muss alles nicht. Das passt schon. Das glaube ich passt schon. Okay, dann ja, sorgen wir noch dafür, dass hier Leute hinkommen. Fahrzeug kaufen. So, was wollte ich hier als S-Bahn immer benutzen? Ich glaube, als S-Bahn haben wir diesen Pendelzug hier benutzt, ne? Könnte man sogar zwei aneinander kleistern. Aber wir belassen es erstmal bei einem. Und dann geht's von hier nach. Hier ist der Hafen.
Haltestellen konnten nicht miteinander verbunden werden. Was? Von 4. Haben wir hier irgendwo eine Unterbrechung? Wo ist das Problem? Man kann hier lang fahren. Oh! Belasten. Okay. Jetzt passt die Linie, ne? Machen wir mal so blau, damit wir sehen, dass das zum... Nicht so kräftig hier so. Damit wir sehen, dass das zum Bahnhof fährt. Zum Hafen. Okay, wie habe ich denn die S-Bahn hier genannt? S1 Richtung Flughafen, okay. Dann nenne ich die neue Linie jetzt S2 Richtung Hafen. Und zwar Richtung Hafen. Großdittmannsdorf. So. Und dann wo ist unser hier? Der hier S2 Hafen Großdittmannsdorf. Schauen, ob soweit alles funktioniert. Schön, wie beide gleichzeitig hier angefahren kommen. S2 Hafen G stand da dran, ne? Hafen Groß. Großdittmanns. Ja, ist schon klar, was gemeint ist, denke ich mal. So, ich meine, im Moment wird da wahrscheinlich niemand hinfahren wollen, weil es bringt ihm ja nichts. Er kommt ja nur zum Hafen. Also in der Realität würden da wahrscheinlich trotzdem Leute hinfahren, einfach nur um sich den Hafen anzuschauen. Aber ich vermute mal, dass das hier im Spiel nicht so ein Ding ist, dass man Freizeitbeschäftigungen macht oder sowas. Hier ist nur Leben, Arbeiten. Okay, aber damit wäre das erledigt und das heißt, wir können jetzt annehmen, wir müssen noch eine Route anlegen, neue Linie. Und zwar Großdittmannsdorf Richtung... Da steht da gleich, es geht nicht oder so. Das war belastend. Und warum? Liegt es an den Brücken hier? Habe ich schlechte Brücken?
Okay, ich mache jetzt alle paar Meter so einen Hafen, um mal... Okay, nee, das scheint schon mal zu gehen. Okay, das scheint auch zu funktionieren. I see. Ja, never mind. Ich sehe das Problem. Was ist das denn hier? Wer hat denn den Schmodder gebaut? Gibt's ja nicht. Also mindestens so. Das geht immer noch nicht. Okay, dann müssen wir mal weitersuchen. Passagierhafen. Linie. Okay, also bis hier funktioniert schon mal. Okay, funktioniert auch. Also da kommt jetzt hier durch. Okay, bis hierher kommt er auch noch. Aber das wird es ja wohl kaum sein. Da kommt man da auch locker durch. Ja. Tut man auch. Ist es die hier? Schauen wir mal. Doch, immer diese Brücken. Die Brücke hier scheint es zu sein. Okay. Das müssen wir ein bisschen anders machen. Dann müssen wir hier schon ein bisschen auf Zielhöhe. Dann können wir die ganze Brücke auf Zielhöhe verlegen. Und dann können wir das Gleis hier damit. Steigung zu groß. Ja. Das ist nichts, was man nicht hinkriegen würde. Ah ja, jetzt funktioniert es hier schon mal. Okay, also die Brücke war auf jeden Fall das Problem. Okay, damit ist das hier gefixt.
und damit können wir jetzt den Hafen hier anklicken. Boah. Ich dachte jetzt gerade schon, das Spiel stürzt gleich ab. Das ist hier der Nummer 3. Ich gehe mal davon aus, wir brauchen für ein fettes Schiff einen fetten Anleger. Und hier war es die 2. So. Wie habe ich denn bisher? Achso, das habe ich einfach so benannt. Das ist dann. Ja, was ist denn das jetzt? AIDA 1. Verklagt mich nicht, okay? So. Und jetzt. Wow, die Auswahl ist ja fantastisch. Also hier passen zwar mehr Leute rein, aber die ist halt ultra häselig. Nee, wir nehmen schon hier eine Größe klein. Oh, da hätte sogar ein kleines Dock gereicht, ne? Egal. AIDA 1. Ja, so eine kleine Fähre hier, ne? Die ist schon süß. So, jetzt schauen wir mal, ob das soweit alles funktioniert oder ob der sich da seine Antennen anstößt. Da war nichts, ich habe nichts gesehen. Ist sehr gut unten durchgekommen. Ja, sieht gut aus. Ah, da ist der Kapitän. Ein bisschen wackelig. Bisschen wackelig die Angelegenheit. Hä? Der Fuck. Was war denn das jetzt? Okay. Hä? Was macht dieses Schiff? Warum machst du das? Herr Kapitän, sind Sie betrunken? Sind Sie betrunken, Herr Kapitän? Mr. Capitano, sind Sie betrunken? Ich glaube, er ist betrunken. Ja, er ist definitiv betrunken. Oh nein. Oh nein. Betrunkener Capitano. Ist nichts gut. So. Ja, passt auch locker. Wie viel haben wir denn schon geschafft? Ja, wir haben schon ein gutes Stück geschafft. Jetzt machen wir Stoff hier. 70 km/h. Das sind 45 Knoten. War doch so rum, oder? Oder waren das 140 Knoten? Waren Knoten das Doppelte oder die Hälfte? Ah, ich hab's vergessen. Auf jeden Fall schnell. Sag mal, was macht er denn? Okay. Alles gut. Ich weiß nicht, ob Alkohol allein das erklären kann, was hier passiert. Oh, wir müssen das Schiff benennen. Schiffe müssen benannt werden. Das ist die Aqua Sankt Peter. So. Das ist doch ein passender Schiffsname, oder?
Autosave macht es auch nicht besser. Was ist denn das? Also die Linie gibt es halt auch nicht vor oder so. Also ich habe eher das Gefühl, er treibt immer ab von der Linie und versucht dann wieder auf die Linie drauf zu kommen. Okay, ich lasse das jetzt mal eingeblendet. Okay, jetzt ist es ihm gerade egal. Und jetzt fährt er wieder hier auf die Linie. Jetzt fährt er wieder hier wie ein Besoffener. Nevermind, Theorie ist widerlegt. Also auch die Theorie widerlegt, dass er versucht, irgendwie den möglichst viel Tiefgang zu kriegen. Also das hier ist seine Linie. In der Theorie. Was ist das? Muss er dem Wal ausweichen? Also jetzt fährt er. Nee, jetzt fährt er wieder aus seiner Linie. Fahr doch einfach auf diesem Strich, Junge. Wo ist das Problem? Oh Gott, wir sind noch lange nicht da. Es ist viel zu weit. Also wenn er so mit 70 weiter durchzieht, ist ja okay. Jetzt macht er wieder... Also das war seine Linie, ne? Ich möchte es nur anmerken. Was macht er denn? Warum? Hä? Kann es sein, dass das Schiffe nicht so ganz gut implementiert sind in das Spiel? Ich stelle nur Fragen. Ich meine, gut, auch die Linienberechnung hier ist wild, ne? Auch die Linienberechnung hier ist komplett idiot. Aber was er macht, ist ja noch schlimmer. Kann es sein, dass jedes Schiff für sich einen eigenen Kurs berechnet? Und die Linie hier nur ein Beispiel ist? Possible? Oh, langsam könnte er echt mal ankommen. Ja, das ist das Gegenteil von Flugzeugen übrigens. Ne? Flugzeuge 800 km/h, Schiff 18 km/h. Im besten Fall mal 70. Ey, bis der Kahn da angekommen ist, sind alle tot. Oder fährt er nur komisch, wenn man ihm zuguckt? Ja. Schön auf Grund laufen. Das ist genau das, wie ich mir das vorstelle. Das ist genau das, wie ich mir das vorstelle. So, hier ist die Brücke, die wir extra neu gemacht haben für ihn. Und er fährt einfach durch den Poller durch. Ich werd irre. Ich werd irre. Was ist... Oh Gott. Warten da schon Leute? Ich glaube nicht. Was? Da wartet echt gar keiner? Gut, das wundert mich nicht, ne? Wer will mit einem besoffenen Kapitän mitfahren? Aber ich meine, wir fahren hier seit 10 Minuten. Langsam müsste doch hier mal ein bisschen was angekommen sein, oder? So ein Menschen. Das ist tatsächlich niemand. Gott. Okay. Gut. Ja. Warten hier Menschen? Auch nicht. Hm.
Wir können ja mal noch so einen Graf Zeppelin kaufen. Wie schnell ist der? 70 und der 35. Oh, das ist ein Luftkissenboot, ne? Komm, wir kaufen mal nochmal so eine Graf Zeppelin. Und schicken die auch auf die AIDA 1. Dann haben wir wenigstens auch noch ein großes Boot, wo sich das gelohnt hat. Das Einzige, was ich jetzt hoffe, ist, dass die schlau genug ist, die KI. Hat den fast... Er ist genauso besoffen. Dass die schlau genug ist, dass die sich wenigstens gegenseitig ausweichen. Wir schauen einfach mal. Es kann auch sein, dass einfach niemand mit dem Boot fahren will. Dann haben wir es zumindest versucht. Wir haben es dann zumindest versucht. Eieieiei. Das will auch niemand machen. Na gut, vielleicht dauert das einfach ein bisschen. Ne? Flughafen hat ja auch einige Zeit gebraucht und hat immer noch wenige Passagiere. Hier 5. Was willst du denn mit 5 Passagieren? Wie viele sind hier ausgestiegen? 2. Damit sind wir dann bei 7. Aber lohnen sich wenigstens. Scheinbar. Wo ist denn unser Flieger? Da. Hat der Leute dabei? Nö. Natürlich nicht. So. Ja, ein bisschen Gewinn macht er halt, ne? Hat 4 Leute dabei von 37 Sitzplätzen. Warum? Vielleicht könnt ihr mir da jetzt mal helfen. Warum sind Flugzeuge und Schiffe, also gut, Schiffe werden wir noch sehen, aber Flugzeuge so nicht so ausgelastet? Braucht es dafür irgendwie eine spezielle Bevölkerungsgruppe? Braucht es dafür einfach mehr Leute, weil wir zu wenig reiche Menschen haben, oder wie? Oder wie kann ich mir das erklären? Wenigstens ist hier einiges los. Eieieiei. Hier ist wirklich Action-Maction. Das gefällt mir. Sehr gut. Ja, so ein Fußgängerüberweg wäre halt hier wirklich sinnvoll, ne? Also, das gibt's ja, glaube ich, nicht. Ich wüsste zumindest nicht, wo. Assets? Ach, damit kann ich Bäume und so pflanzen, ja, okay. Ja, Terrain Tools halt. Schade, dass das nicht gibt. Vielleicht als Asset, aber ob das dann wirklich funktioniert, I don't know. Ja, ich bin... Also das Wachstum von Föhren ist schon wieder ein bisschen zu sehen, aber ich bin auch noch nicht ganz begeistert davon. Und vor allem enttäuscht bin ich von unserem Hafen. Kann es sein, dass das einfach zu lange dauert von A nach B? Dass die Leute sagen, yo, wenn das so und so viele Minuten dauert, dann steige ich da gar nicht erst ein. Brauchen wir einfach mehr Stops? Oh, jetzt begegnen die sich gleich. Betriebskosten. Ja, also wir kriegen das gestemmt, ne? So ist es nicht. Okay. Easy peasy. Dass die einfach sagen, Junge, ich brauche 5 Jahre, um von A nach B zu kommen. Das lohnt sich für mich einfach null.
Ich meine, wir könnten natürlich hier noch in Heppstedt noch ein Bahn, noch was machen. Hier in Talfang könnten wir noch. Also wir könnten schon mehr Stationen einbinden, so ist es nicht. Ich weiß halt nur nicht, ob das die Lösung des Problems ist. Wenn ja, dann machen wir das vielleicht. Gau-Weinheim. Ansonsten wird es mal Zeit, dass wir in Penzing nochmal für ein bisschen mehr Verkehr sorgen. Ja, ach. Für ein bisschen mehr Verkehr sorgen. Genau das, was wir brauchen. Okay, das ist die S-Bahn, die bringt gerade die 7 Leute. Okay, mittlerweile fährt er ganz lukrativ. Aber hier warten halt viel zu viele. Hier warten 600 Leute. Auf die Regionalbahn. Eieiei. Und wir sind bei 46 Minuten, das ist noch viel schlimmer. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's soweit mit dieser Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann und tschüss.